kann sogar Lavendeldrink mit Gurke Knoblauch sein. Das würde ich wahrscheinlich noch gerne mögen. Hallo, ich habe hier ein Paket von der lieben Nadine wieder bekommen. Und zwar haben wir wieder getauscht. Und ja, ich freue mich. Upsi. Also sie hat meine Plumeria-Kerze bekommen, weil ich fand diesen Melonenduft da drin zum Abgewöhnen. Und ich habe eine andere Kerze von ihr bekommen, plus ein paar Mel. Ja, plus ein paar Mels. Und das wollte ich jetzt mal mit euch zusammen ja, öffnen. Ja, ja, ich freue mich immer. Also Nadine macht immer richtig schöne Paketchen. So. Sehr schöne Serviettchen kommen mir entgegen mit Flamingos. Ich finde Flamingos ganz tolle Tiere, die Farben alleine, ne? Achso, da schauen wir doch mal. Und zwar hat sie zum einen, auch die Etikettchen habe ich auch, von Kringle Candle, Far Far Away. Da bin ich gespannt drauf, weil das ist so ein Label. Da hat die Dame so lange Haare auf dem Feld oder... Auf dem Feld oder sowas, und dann nimmt die ihre Hand, hat und sieht man ihren Arm und wie sie dann halt ihrem Mann so, oder Freund, die Hand reichen möchte. Und ich habe immer gedacht, das wäre ein sehr maskuliner Duft. Mal schauen. Ist es auch. Ja, ja. Wäre jetzt kein Kerzenkandidat für mich, weil er schon sehr maskulin ist. Aber hat aber auch eine zitrische Note mit drin. So, dass er im Badezimmer, denke ich, verbrutzelt werden darf. Aber ist jetzt nicht, kein Must-Have für mich. Oh, das ist wieder schön, sieht wieder schön aus. Von Doris Duftstübchen haben wir hier Lavender Dream, Vetiver und Sacred Sandalwood. So zwei Stückchen. Und Lavender Flower oder Dream? Dream, oh Gott, Lavender Dream, ja, das kann mir nur gefallen. Da kann sogar Lavender Dream mit Gurke Knoblauch sein. Das würde ich wahrscheinlich noch gerne mögen. Oh ja. Mm. Oh mein Gott, wie kann etwas so gut riechen? Ja, ich weiß nicht, was Vetiver ist. Oh, Scared Sandalwood, das hatte ich mal in einem Bedtime-Bars-Duft. Den fand ich auch super schön. Aber Lavender Flower ist einfach nur mega. Voll schön. Dann haben wir auch wieder dieses Scared Sandalwood mit Mask und Fluffy Towels. Auch ein, also so zwei Stückchen. Oh, der ist aber schön. Also, oh, der ist richtig schön. Wie ein leichtes, aber trotzdem intensives Parfum. Oh, oh Gott, ist der schön. Oh nein, ich glaube, den muss ich mir auch mal gießen lassen. Der riecht fantastisch. Oh, super geil. Dann haben wir hier, nehmen wir erstmal das hier. Das ist Kringle Candle Sunflower. Oh, der ist aber schön. Der riecht aber ein bisschen so Yankee Candle Sunflower damals gerochen hat. Super schön intensiv. Ah. Oh, der ist richtig schön. Wie so ein Sonnenblumenfeld tatsächlich. So, dann haben wir... Oh, Dann haben wir hier noch so ein, da ist auch noch ein größeres Stückchen. Und zwar von Goose Creek. Sandy Toes. Da weiß ich noch, da hat sie mir per WhatsApp ihre neuen Goose Creek Düfte so abfotografiert. Und dann habe ich schon gesagt, ah, der riecht bestimmt gut. Okay, hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Ist aber okay, aber speziell. Hat ein bisschen was Trockenes, sehr Trockenes. Ich bin gespannt, wie der warm ist. Was sehr Trockenes und ja, Staubiges. Also klingt jetzt total negativ, ne? Aber werden wir mal ausprobieren. So, dann, oh, hier sind noch ein paar Tafelstückchen. Erstmal nehmen wir die Tafelstückchen. Dann haben wir nämlich noch ein paar, so zwei, drei Goodies. Und zwar Doris, Vetiver, Lavender Flowers und Vanilla Bean. Wieder zwei Stückchen. Okay. Das riecht total nach einem Vanilleeis oder so. Wahrscheinlich durch diese Vanilla Bean. Ja, ist schön. Definitiv. Aber da geht die Lavender Flower ein bisschen unter. Aber ist trotzdem ein schöner Duft. Aber schon fast Foodie.
Aber ein Foodie, den ich mag, finde ich auch gut. Den tue ich Lavender hier. Genau. So. Und dann haben wir hier noch Cherry Blossom und Rose. Oh, das klingt doch auch schön. Wenn Cherry Blossom nicht so ein Fruchtgummiduft ist. Riechen wir doch mal. Oh ja, das ist schön. Oh ja. So richtig schön. Rose mit ein bisschen Cherry Blossom. Oh, der ist schön. Den mag ich auch sehr. So, dann haben wir hier einmal Sommerseide. Das ist halt so ein Goodie von Doris. Oh, Sommerseide ist aber schön. Zwar fruchtig. Fruchtig grün-grasig. Hm, mag ich. Geht da auch hier rein. Dann haben wir Earl Grey und Kokumba. Okay, ein Tee mit Gurke. Oh Gott, ist der gut. Oh, ist das Earl Grey, was so mega gut riecht? Oh, den muss ich mir auch mal mischen lassen. Nadine. Mega. Richtig schön parfümig mit so ein bisschen aquatischer Note. Richtig toller Duft. So, da hinten ist nichts mehr. Okay, dann kommen wir hier zu Lavender Flower, Vanilla Ice Cream und etwas Lemon. War wohl mal ein Custom-Duft. Ja, ist ein schöner Duft. Definitiv. Ja, ist in Ordnung. Man riecht schön den Lavendel, ein bisschen abgeschwächt durch die Ice Cream. Ja, mag ich. So, und jetzt kommen wir schon zu der, ja, fall ruhig, zu der Kerze. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bekomme diese Woche noch ein Dufttauschpäckchen. Was heißt, ich weiß nicht. Ich denke, es wird diese Woche ankommen. Dann schneide ich das noch hier hinten dran. Dann habe ich wieder ein XXL-Video für euch. Nur so zur Info, ne? Wenn ihr mich dann in einem anderen Outfit seht. Jetzt habe ich wieder zu viele Videos. Und ich weiß nämlich nicht, wann ich die sonst hochladen kann, damit die auch mal irgendwann relativ aktuell werden. So. Komm raus aus deinem Noppenfolienkleidchen. Also ich habe auf jeden Fall auch keine Standardkerze von ihr bekommen für meine... Also was war das nochmal? Was habe ich eben gesagt? Plumeria. Ich hatte sie einmal unter dem Candle Warmer und ich fand die echt nicht fein. Und zwar hatte sie mir letztes Mal schon davon selbst gegossene Melz geschickt und zwar von der Wild Pansies. Und das ist ein schöner Duft. Ah, den finde ich toll. Richtig schöne, süßliche, ich weiß nicht, was Pansies sind. Stiefmütterchen wahrscheinlich. Richtig süße Blumenwiese. Oh, den mag ich. Ah, ja, den finde ich toll. Dankeschön, dass wir tauschen konnten. Das war's. Wie gesagt, entweder seht, ist das nämlich jetzt zu Ende des Videos, aber das wäre zu schade für 9 Minuten. Ne? Deswegen würde ich jetzt mal sagen, werde ich hier hinter definitiv noch ein duftiges Tauschpaket setzen. Da bin ich wieder. Ich hatte euch das ja gesagt, dass da noch ein kleines Tauschpäckchen kommt. Und es ist gerade gekommen. Ich habe mich bewaffnet und wir können es auspacken. Es kommt auch noch eins. So ist das nicht, ne? Aber ja, ich habe halt auf das erste gewartet, was kommt. Und das hier ist es nun mal. Und dann werde ich das hier jetzt noch bei der Nadine mit rein tun, weil ich weiß, dass das hier jetzt auch nicht riesig ist. Weil bei dem anderen haben wir 1 Kilo Wachs getauscht. Und bei dem hier sind so eine Kerze aus der Tauschkette. Das war halt ganz witzig. Einmal hat sie eine Tauschkerze von mir bekommen in der Tauschkette. Und einmal ich von ihr, weil das ist nicht immer, dass man mit der gleichen Person tauscht. Es war ganz cool. Sie hat nämlich meine Salt Mist Rose, meine zweite, bekommen. Ich habe von ihr irgendwas Weihnachtliches, glaube ich zumindest. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich ihr eventuell noch... ein paar meiner Raris von meinen selbstgegossenen Melz abgebe, habe ich dann, nein, habe ich mich ein bisschen bequatschen lassen, mache ich ja normalerweise nicht mehr, weil ich nicht mehr ganz so viele habe. Da hat sie so ein bisschen was bekommen. Ich habe noch ein bisschen was bei ihr gekauft, weil sie verkauft gerne auch mal, da habe ich auch schon öfters gekauft, so ein paar also Tafeln habe ich da damals mal gekauft von Doris und so, da habe ich auch ein bisschen was von genommen und sie hat dann für die Wachs, also für die Melz hat sie mir noch so ein bisschen was von sich dazu gelegt, ja. Und dann schauen wir mal. Zuallererst, die sehen ja wunderschön aus.
Ach, das war gar nicht die Nadine. Ich hatte letztens nämlich in meinem letzten Duft, ein bisschen Duftwachs, da habe ich gedacht, das wäre Nadines Schrift. Nee, ist da nicht. Das ist wohl Vivi, weil da, so heißt sie nämlich. Ich hatte mich schon mit ihr getauscht, das weiß ich nämlich. Wohlfühlmomente Bedtime Bars mit Creme de la Creme. Das ist bestimmt eine super Mischung. Und vor allen Dingen super schön. Oh ja. Ja, wer beide Düfte kennt, eine Bedtime Bars ist dieses schön kamillige, lavendelige, beruhigende. Und Creme de la Creme ist halt der Nivea-Duft. Sind ein bisschen weich, weil wir haben heute 28 Grad. Sind gerade angekommen, aber es ist nichts kaputt gegangen. Dann, oh schön, Creme de la Creme als Solo-Duft in so Brittle-Stücken, Tafeln oder wie man es auch immer nennen mag. Ah ja, das ist auch ein ganz besonders schöner Nivea-Duft. Ja, ob das unbedingt Nivea ist, aber doch, schon sehr nah dran. Dann Snuggles. Snuggles finde ich auch so toll. Snuggles ist ja ein Weichspülerduft. Die auch. So. Hat sie so zwei Blütchen reingetan. Obwohl, den Snuggles, meiner ist, den ich schon mal hatte, war ein bisschen intensiver, glaube ich. Aber ist trotzdem schöner, schöner Wäscheduft. Dann Lavender Flowers und Twilight. Ich liebe Lavender Flowers. Da hat sie mich nämlich gefragt, ja, was magst du denn? Und da habe ich gesagt, ja, Lavender Flowers, wenn du irgendwas davon hast, dann meinte ich, guck mal, was ich davon habe. Ja. Ah, super schöne Mischung. Gibst du jetzt mal die Kante damit? Hier, Vitamalz, liebes YouTube, Vitamalz. Auf deinem eigenen Video. Vitamalz. Ja, Schatz, geh. Bei Miss Curly Chan. Geh. Geh. Schatzi, geh. Geh. Lavender Flowers ist einfach ein unglaublich toller Duft. Und das ist ja jetzt hier mit Twilight gemischt. Ach, schön, Twilight ist halt so ein, ich nenne es immer gerne Babypowder-Duft für Jungs. Aber hier Bedtime Bars mit Olivia und Lavender Flowers. Ah ne, Lavender Dreams war das, was ich so gerne mag. Stimmt. Egal, habe ich hier wahrscheinlich was Falsches gesagt, aber das finde ich genauso toll. Auch schön. Kann etwas so gut riechen. Man riecht jede Komposition da richtig schön raus. Ja, dann haben wir Bedtime Bars mit Warm Vanilla Sugar. Nehmen wir das Herzchen. Hm. Ja, auch ein super schöner Duft. Ja, ja, ja. So, und der letzte, glaube ich, zumindest von dem Tausch, ist Lavender Flowers mit Snuggles. Oh ja. Schön. Ich muss mal die Tür zumachen, man hört meinen Freund im Homeoffice. Ah, schön. Dieser frische Wäscheduft mit Lavendel. Toll, mega toll. So, ich mach mal eben kurz ein bisschen die Tür zu. Wir haben zwar nicht mehr viel zum Zeigen, aber trotzdem. Haben wir hier, glaube ich, was drin. Zumindest fühlt sich das so an. Da kommen nämlich die Düfte quasi, die ich bei ihr gekauft habe, noch zusätzlich. Und zwar, den kenne ich noch nicht, aber den fand ich, oh, den finde ich so hübsch. Das ist Rose Milk und Ylang Ylang. Ja, Milchstifte sind jetzt fast nicht so ganz meins, aber ich wollte, der hat mich irgendwie interessiert. Der ist übrigens gerade erst gegossen im Mai 2020. Dann holen wir uns mal eine so eine, oh Gott, sind die schön, die Blumen. Guckt euch das mal an. Ist ein interessanter Duft. Riecht wie eine Body Milk. Oh ja. Magisch, aber so süß auch dazu. Okay. Und dann, den habe ich schon, aber dann habe ich mir gedacht, komm, den muss ich nochmal haben, weil das war von den Outlander-Düften von Doris, war das so mein Liebster, weil der halt mit Lavendel war und der gefällt mir richtig gut. Das ist so Gatoring. Ja, und der ist toll. Ich denke, den werde ich mir gleich auch schon portionieren, damit ich mir den, weil ich habe da nie Lust, die zu benutzen, weil die halt so Brocken sind. Und wenn ich mir die schon portioniere, dann greife ich da nämlich eher zu. Ja, ja. Und dann haben wir hier nämlich noch was. Und über eins habe ich mich ganz besonders gefreut, dass er das noch hatte. Und zwar den Nightfall. Den habe ich ja letztens schon zweimal von der lieben Nadine bekommen. Und ich liebe diesen Duft. Nur der wird ganz selten gegossen.
Die sind beide von März 2019. Zwei unterschiedliche Farben, aber egal. So, und Nightfall ist auch ein Lavendelduft. Hm? Warum riecht der hier anders als bei mir? Der andere roch anders, der riecht jetzt gerade so kuchig. Moment mal, das ist aber komisch. Das ist aber komisch. Vielleicht warm anders, aber ich habe den anders in Erinnerung. Warum riecht der? Der hat eine kuchige Note. Das finde ich jetzt aber eigenartig. Okay, ich probiere ihn einfach mal warm aus. Und dann hier nämlich noch Lavenderflowers und Schlagsahne. Interessant, würde ich sagen. Dann noch schnuppern wir jetzt nicht mal dran. Ist eine Custom Order, ne? Ah ne, Hot Cocoa ist da sogar bei. Oh, okay. Schauen wir mal. Das habe ich überlesen. Aber ist trotzdem schön. Also anders, als ich jetzt erwartet habe. Ich hatte jetzt gedacht, jetzt kommt da ein frischer Duft raus. Aber ist schön. Man riecht definitiv die Kakaonote. Was Weiches, wahrscheinlich die Schlagsahne. Und dann dieses Kräutrige von Lavender Flowers. Anders als gedacht, aber trotzdem schön. So, und dann kommt jetzt die Kerze. Gehe ich mal ganz stark von aus. Wirklich verpackt mal wieder. Wo habe ich hier? Da haben wir sie. Genau, das war nämlich diese etwas weihnachtlichere Kerze. Die habe ich schon öfter jetzt auch mal in Facebook-Gruppen gesehen und ich habe die echt immer so ein bisschen geliebäugelt, weil ich gerne wissen möchte, wie die schnuppert. Das ist auf jeden Fall eine US-Kerze. Und zwar handelt es sich um die Cool Christmas Mint. Ich habe mal geschaut, was da so für Duftrichtungen drin sind. Das soll Limette, Minze und ich glaube Granatapfel sein. Jetzt schauen wir mal. Ja. Hat aber auf dem ersten Schnupperer erinnert er mich gerade total an Kiwi and Berries. Aber ein bisschen schwach, würde ich sagen. Aber ja gut, der ist gewarmert. Vielleicht, wenn ich den warmer, dass ich die erste Schicht mal abgieße. Aber riecht gut. Aber ich denke, es ist keine Duftbombe. Obwohl hier schön das Duftöl austritt. Ich bin gespannt. Ich werde ihn gerne testen. Cool. Ja. Und das war es auch schon. Ja, das waren meine neuen Sachen. Jetzt kann ich nämlich dann halt diese zwei Videos, einmal von Nadine und einmal hier von Ruby, zusammenhängen. Und ihr habt dann halt wieder ein doppeltes Tauschpäckchen. Und ich mag das halt ganz gerne. Dann habe ich ein bisschen was Längeres für euch und habe dann nicht zig Videos. Ja, ich denke, das ist gut für alle. Okay, also ich danke euch vielmals, dass ihr mit dabei wart. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.